Good and expecto! Ach. Willkommen zurück zu Maria. Marco. In der ersten Patreon-Ausgabe. Ich habe vor einer Woche oder so einen Post auf Patreon rausgehauen, dass die Leute, die mich bei Patreon unterstützen, mir gerne ein Level zuschicken können und... Es waren vier. Und der Jochen, der mir einen schönen Tag wünscht. Vielen Dank. Das bedeutet wiederum, dass ich heute womöglich Leute beleidige, die mir Geld spenden. Muss ich jetzt besonders nett sein? Und bevor der ein oder andere unaufmerksame Zuschauer wieder in die Kommentare spammt... Hä? Aber wo muss ich jetzt das Level denn einschicken? Kann man jetzt Level nur einschicken, wenn man Geld bezahlt? Muss ich das auf Twitter schicken? Muss ich das auf YouTube schicken? Muss ich in meinen Brief nach Hause schicken? Chillt, Leute. Einfach ganz easy in die YouTube-Kommentare. Okay. Das erste Level nennt sich Keggy's Cave Adventure. Patreon. Smiley. Von Failman. Ich weiß nicht genau, was dieser Name über dich sagen soll, aber ich hoffe, dass du beim Level erstellen nicht unbedingt der Failman warst, den du uns hier versprichst. Super Mario Bros. 1, okay? Ist ja nicht unbedingt der spannendste Stil, den man... nicht unbedingt der spannendste... Oh lol, da hätte ich hochkommen können, oder? Was ist denn los? Es fängt schon gut an. Der Fluch des Failmans. Ich könnte auch hier versuchen reinzugehen. Es geht sogar da rein. Okay, gut. Das Level aus der herausgezoomten Sicht sah nicht unbedingt groß aus. Aber man weiß ja nie, was hier noch kommt. Und ich bin gespannt, ob es da auch hier einen Keggy-Kopf gibt. Weil er hat ja auch in den Titel reingeschrieben Keggy. Also hoffe ich einfach mal, dass es hier einen Keggy gibt. Und ich hoffe, dass es dort rechts keinen Keggy gibt, sondern einen Boden. Du willst also jetzt echt... dass ich einen Blindjump mache? Oder der Bereich ist wirklich nur für einen Pilz gedacht? Aber ich wäre nicht Keggy, wenn ich da jetzt nicht springen würde. Nice! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich kenne meine Secrets! Okay, gehen wir mal rein. Und da haben wir bestimmt den Keggy-Kopf schon, oder? Natürlich! Hier kannst du nichts vormachen, Failman. Oh, sogar eine Blume. Nice! Perfekt! Aber Moment mal. Moment mal. Ich komme noch never wieder zurück. Oder ich kann auch weiterhüpfen. Moment mal! Hä? Außer es gibt wirklich noch rechts noch etwas anderes. Oder hier ist irgendwo ein versteckter P-Switch. Hier ist nichts! Ich springe jetzt, Failman. Und wehe, da hinten ist nichts. Ja gut, ich habe versucht zu springen. Der Fluch des Failmans! Was haben wir denn hier so schönes? Eine Blume, guck mal. Hätte ich gar nicht da hingehen müssen. Okay, für den Keggy-Kopf schon. Aber ansonsten... Alter, ich bin so kacke, ne? Ich habe schon so lange kein Mario Maker gespielt, aber ich muss sagen, es hat mir gut getan. Ich habe es schon ein bisschen vermisst. Ich habe es schon ein bisschen vermisst, Mario Maker, und freue mich umso mehr, es zu spielen, Alter. Okay, okay, zum Glück hatte ich Blume und eine fucking Pilz. Sonst hätte ich jetzt ein Problemchen gehabt. Man sieht, glaube ich, dass ich schon länger nicht mehr gespielt habe, oder? Und nun bitte ich dich, aufrichtig, sei kein Failman! Sondern sei ein Skillman. Ich bin heute richtig schlagfertig, Alter. So. Ja, danke für dieses Freiräumen. Vielen, vielen Dank, lieber... Ich habe keine Ahnung. Haben die Namen, die schwarzen Koopa-Viecher? Sind das überhaupt Koopa-Viecher? Pilz! Ja gut, dann kein Pilz für mich. Gehen wir durch die Tür und wir kommen... Oh, Checkpoint, perfekt. Das ist schon mal sehr nice. Ich fahre hier einfach mal ganz schnell... Oh, lol. Alter. Ja gut, der ein oder andere würde es Luck nennen. Der ein oder andere würde es... Nein, Hilfe, schnell. Der ein oder andere würde es Luck nennen, aber ich sage dazu... Naja, ich gebe es zu, es war Luck. Aber im Level eines Failmans, ja, wo Fail ganz groß geschrieben wird, braucht man auch ein wenig... Glück. Ja, sonst... Was war das denn? Ja gut, hier gab es einen Checkpoint. Kein Problem für mich. Kein Problem für mich. Ich habe diesen... Alter, ich bleibe voll ewig draußen. So, perfekt. Geht doch. So einfach ist es doch. Lol. Perfekt. Da hoch. Gibt es hier auch irgendwo einen Pilz? Da oben bestimmt, oder? Jawohl, das ist ein falscher Pilz. Du weißt ganz genau, welchen Pilz ich haben wollte, lieber Failman. Das war ein eindeutiger Failman-Pilz. Okay, ich glaube, ich hab's. Da könnte vielleicht noch... Okay, ich wollte eigentlich gucken, ob es da noch oben was ist, aber gut. Haben wir geschafft. Das war das Level vom lieben Failman. Hahaha, lol, Fail, Lachflash. Hey, von dem Maul. Das nächste Level nennt sich About Cakes and Lies. Hat das was mit dieser GLaDOS zu tun?
Das kann ich nicht bestätigen. Der Steller nennt sich auf Patreon heißt er Heisenberg. Nice! Im wundervollen Super Mario Wii U. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel sich nennt. Stil. Genau. In diesem Stil, auch wenn der Stil nicht unbedingt der schönste ist, das ist doch ein Pfeil nach oben, oder? Auch wenn der Stil nicht unbedingt der schönste ist, ist es immer noch der Stil, wo man am meisten spielerisch was rausholen kann in Mario Maker. Sonst sowas wie Super Mario Bros. 1, wo du nur noch springen kannst. Da kannst du nicht unbedingt viel draus bauen, ne? Der eine oder andere würde sagen natürlich, je weniger Möglichkeiten du hast, desto weniger Möglichkeiten hast du. Desto mehr Mühe musst du dir geben, um ein kreatives Level zu erschaffen. Oder spaßiges Level. Ich hätte vielleicht nicht die Münzen alle wegnehmen sollen, weil ich stand bestimmt irgendwas geschrieben, was ich jetzt nicht mitbekommen habe. Oder, weil ja schon im Titel stand, von wegen Cakes and Lies und hast du nicht gesehen, kann es natürlich auch was damit zu tun haben, dass das nur eine Lie war. Ja, und wir sind gerade auf der Suche nach dem Cake. Guck mal, hier stand jetzt Cake. Ach so, das war gar nicht ein Pfeil nach oben. Das war das Wort Lie. Und hier war gerade das Wort Cake. Und hier steht jetzt... Ich habe keine Ahnung, was da steht. Was willst du mir damit sagen? Hier steht ein Kreis. Und da unten ist ein Pfeil nach unten. Bin ich hier jetzt eingesperrt? Nein. Ich könnte aber da... Gut, dann gehen wir halt nicht mehr dahin. Das war definitiv eine Lie. Und das war ein Failman. So, was genau steht jetzt hier? Hier ist doch so ein Pfeil nach oben. The... Ach so! Ah! Jetzt verstehe ich das. Das soll ein Satz sein. Das ist ein T-H-E. The cake is a... Jetzt muss so ein Lie kommen. Und dann haben wir es. Dann haben wir den wundervollen Satz hinter uns. Okay. So. Das war ein kleiner, schöner Raum. Danke dafür. Der hat uns allen sehr, sehr viel gebracht. Oh, lol. Kann man da noch hoch? Ich könnte auch hier hoch jetzt. Oder durch die Tür. Ah, den wollte ich gar nicht wegschmeißen. Okay. Ich nehme nicht die Tür. Ich gehe oben lang. Findet ihr auch den oberen Weg schön? Ich auch. Geil, oder? Da ist ein Pfeil nach unten. Ich fall einfach mal. Oh, lol. Da geht's wieder hoch. Ich war minimal überfordert. Ich gehe jetzt einfach mal durch die Tür, okay? Ich lass mich mal überraschen. Du bist so ein ekliger Spaß. Gut, dann halt nicht die Tür. Gehen wir ganz normal wieder oben lang. Weg mit dir. Kann ich da einfach jetzt... Oh, lol. Ich habe einen Sieg. Nein, bitte nicht. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden. Oder einen einfachen Weg gefunden. Oh, lol. Beeil dich. Oh, was machst du denn hier? Was machst du denn? Da ist das... Moment, was suche ich für einen Buchstaben? The Cake ist... das war, glaube ich, ein Lie, oder? Weil jetzt ist nur noch ein IE übrig. Ich glaube, ich hab's. Und hepp. Und da ist das Ziel. Nice! The Cake ist keine Lie. The Cake ist einfach nur lame. So wie das Level. Oh! Ich hasse mein Leben. Nein, das ist nicht die Titanic, das ist ein Kuchen. Und das soll ein Daumen nach oben sein. Und das ist kein Gesicht mit zwei Messern im Auge, sondern... Ist egal! Das nächste Level heißt 1-4 von... Patch 4? Hello Gaming. Low. Ich nenne dich einfach mal Low. Low war, glaube ich, die auf der Gamescom auch ein Beanie getragen hatte. Bei der Hitze. Mützenschwestern, High Five! Ich habe mir selbst ein High Five gegeben. War das denn hier so schönes gebaut? Ein... Oh, lol. Ich hasse mich so sehr. Jetzt stell ihn nicht an wie der größte Vollidiot, sondern spiel dieses Le... Oh, lol. Oh, lol. Ist das schon das Ende? Nee, okay, gut, nicht. Ich dachte schon. Das sah gerade so aus, wie als wäre hier diese Brücke, wo immer Bowser draufsteht. Aber ist es doch nicht. Okay, wir haben hier also ein Level, wo wir Münzen sammeln müssen. Wir haben insgesamt 5 Münzen, die wir sammeln müssen. Okay. Da haben wir Münze Nummer 1. Perfekt. Und dann geht's, denke ich mal, hier weiter, oder? Ich denke schon. Da oben kann ich nicht drüber. Perfekt. Okay, gut. Dann gehen wir hier rein und suchen die anderen 4 Münzen. Gut. Okay, da muss ich lang. Oh nein. Sowas kann ich doch nicht. Wieso? Ha. Huhat, aber. Oh, hä? Wieso ist er nicht höher gesprungen? Und komm schon. Ah, geht doch. Na, oh, lol. Moment. Auf den muss ich aufpassen. Moment, ich möchte gerne die Blume haben. Perfekt. Genau so. Und nicht anders. So, brauche ich die, um hochzukommen? Vermutlich ja. Vermutlich ja. Okay, da ist die zweite. Moment mal. Ach so, okay. Okay, gut. 2 Münzen haben wir schon mal. Perfekt. Bitte den Checkpoint. Da haben wir noch eine Blume. Die brauche ich aber eigentlich nicht. Ich habe ja noch meine Blume. Ich gehe einfach mal hier runter. Okay, da ist die nächste Blume. Aber ich brauche einen P-Switch schon wieder.
Ich brauche irgendwo ein P-Switch. Hey, was geht ab? Ich bin's, der Zukunftskeggy. Ich wollte euch nur kurz dabei Spaß wünschen, dem Typen im Video zuzuschauen, wie er das Offensichtlichste vom Offensichtlichsten nicht gebacken kriegt. Tüdelü. Rechts vielleicht? Ich gehe einfach mal kurz rechts. Ist hier ein P-Switch? Da ist schon noch eine Münze? Hä? Ich brauche einen P-Switch irgendwo. Als ob jetzt gleich noch irgendwo hinten ein P-Switch kommt und ich den ganzen Weg zurücklaufen muss. Nee, oder? Moment. Hier muss doch irgendwo noch ein P-Switch kommen, oder? Habe ich den übersehen? Hier vielleicht irgendwo? P-Switch? P-Switch? Gibt das wieder irgendein... Roastet mich einfach, Leute. Beleidigt mich einfach durch. Beleidigt einfach mein Leben. Am besten, ihr macht direkt einen Diss-Track, um mich zu zerstören. Für meine pure Dummheit. Das geht doch ganz easy, Mann. Was ist denn los mit mir? Ich bin so dumm. So, gut. Dann haben wir ja sogar jetzt schon 4 Münzen. Die Münze hatten wir ja auch schon gehabt. Jetzt kommt wieder hier der Trick mit der Kanone. Das könnte jetzt meinen Tod bedeuten. Ich hoffe nicht. Perfekt. Und da ist die letzte Münze. Und dann haben wir es eigentlich schon, ne? Wieso? Wieso habe ich das gemacht? Hä? Kann es sein, dass man hier nicht mehr hochkommt? Kann es sein, dass man hier nicht mehr hochkommt? Kann es sein, dass man hier nicht mehr hochkommt? Also diese Stelle, liebe Low, war ganz schön... Den bringe ich nicht. Der war zu stumm. Egal, das war ganz schön Low. Alter, die Jokes sind heute unterste Schublade. Oder soll ich sagen, die Jokes sind heute ziemlich low? Oh! Ich hasse mich. Guck mal, es ist super einfach gewesen. Was Einfaches in meinem Leben habe ich gar nicht gemacht. So, perfekt. Gibt's hier noch eine Blume? Nice, brauche ich nicht. Aber for the points. Nehmen wir mit und rein. Huh, Boss. Ich hoffe nicht. Sicher ist es genauso ein Boss, wie ich dachte. Okay, ein Mini-Bowser. Ich hab's schon erwartet, dass es hier sowas kommt am Ende. Moment, mach mir mal den Weg frei, Kollege. Ich darf ihn gar nicht töten, ne? Hä, Moment mal. So, Bowser? Bowser, kannst du dich drehen? Ich will dich nicht töten. Sonst komme ich nicht mehr weiter. Oder... Genau da. Komm. Ja, weiter, komm schon. Das reicht, denke ich mal, oder? Haha, fuck. Haha, perfekt, gut, ausgetrickst. Rein und hier die Brücke, zack. War doch gar nicht so schwer, mein Gott. Manchmal, das spiele ich einfach wie... Ich habe keine Worte dafür. Beanie-Schwestern, High Five. XD. Oh, Junge. Das nächste und das letzte Level nennt sich Snakey's Ghost House. Und es kommt von Sven. Was geht ab, Sven? Okay, es ist ein Geisterhaus-Schloss-Gedöns, okay. Das wollte ich gar nicht. Sah auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales Level, aber ist es nicht. Es ist wieder ein Level mit Münzen und es ist ein Level, was jetzt wahrscheinlich mich verwirren soll. Oder? Gehen wir mal die erste Tür rein. Gut. Hier komme ich auch nicht durch. Sehr gut. Dann haben wir jetzt nur noch eine Tür, die mittlere. Und dann haben wir alle durch. Okay, hier sieht's gut aus. Aha. Meine Nase juckt. Ha. Ganz elegant. Huba. 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 Oh, nein. Oh, nein. Ich bin komplett verwirrt gewesen. Ach, komm schon. Nein. Ich vergiss auch der Barcard da. Alter. Ach, komm. Ha. Gut, endlich. So, Münze Nummer 1 und einen geilen Pilz. Und was soll ich mit dem... Ach so, genau, ich weiß, was ich mit dem Pilz zu tun habe. Genau, jetzt muss ich einfach wieder zurück und durch die dritte Tür war das, ne? Genau, durch die dritte Tür. In der ersten brauche ich einen P-Switch. Hier komm, genau, jetzt komme ich hier durch. Perfekt. Ach so, jetzt muss ich mich klein machen. Gut, ich war schon verwirrt kurz. Gut, jetzt haben wir das nächste große Rätsel, wo wir einfach sterben. Immer schön auf die Geister aufpassen, denn, wie wir schon 100-mal in meinen Mario Maker Let's Play Videos bemerkt haben, Geduld ist der Schlüssel zum Sieg. Egal, wie sehr ich es auch hasse, geduldig zu sein. Ich muss geduldig sein. Das müssen wir lernen. Ich werde da niemals oben ankommen. Was ist das? Auf den richtigen Moment... Ich wollte gerade sagen, auf den richtigen Moment warten. Und dann hatte ich so ein kleines Zucken in meinem Finger gehabt. Das Zucken des Failmans! Ich glaube, der Failman wird mich nach diesem Video hassen. Er wird seine Spende zurückziehen. Ich werde niemals oben ankommen. Niemals. Nie. Nie im Leben werde ich oben da ankommen. Oh mein Gott. Okay, okay. Was war das gerade? Wieso habe ich das gemacht? LOL. Oh, LOL. Ich bin gut. Ich bin sehr gut. Nice.
Okay. Ah, P-Switch. Okay, gut. Theoretisch müsste ich das so durchrennen können, ne? Perfekt. Nice. Okay, wir haben P-Switch. Und wir haben jetzt die dritte Tür. Perfekt. Alter, wenn ich sterbe, muss ich alles wieder von vorne machen. Ich will das nicht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Hier ist nichts, oder? Ist hier irgendwas? Ich glaube, das ist eine Abkürzung. Ich habe Angst vor den Geistern. Ich habe Angst. Moment mal, jetzt komme ich. Hä? Sollte ich das jetzt am Stück geschafft haben? Hä? Willst du mir jetzt sagen, wenn ich jetzt keinen P-Switch habe, kann ich aufgeben? Sehe ich das gerade richtig? Also er verlangt von mir, dass ich einen neuen hole. Ich habe einen neuen. Wow, das ging ganz schön gut. Aber jetzt sind ja alle Münzen weg. Nächstes Level. Ach, das war das vierte Level. Ganz schön spät schon, ne? Eigentlich müsste ich noch was anderes aufnehmen und ich muss noch so viel schneiden und... Puh, ja. Kennt ihr schon mein Mario Maker Amiibo? Ich sollte einfach gehen, oder? Ich sollte einfach gehen. Ich sollte einfach gehen. Tschüss.